Katrin Saas, 66, spricht über ihren Kampf gegen die Alkoholsucht. Die Schauspielerin ist auf der Leinwand überaus erfolgreich. Für ihre Rolle in Goodiebi, Lenin an der Seite von Daniel Brühl, 44, erhielt sie beispielsweise die Ehrennadel der Goldenen Leinwand, außerdem zahlreiche Fernsehpreise und weitere Auszeichnungen. Doch mit dem Ruhm kamen auch Schattenseiten. Nun spricht Katrin über ihren langen Weg aus der Sucht. Im MDR-Riverboot erinnert sich die Charakterdarstellerin an ihre dunkelste Zeit zurück. Daraus bestand 20 Jahre mein Leben. Ich bin daran fast gestorben und habe nach 9 Stunden ohne Alkohol diesen berühmten Entzugskrampf. Da bin ich dann ins Krankenhaus. Ihre Sucht habe Katrin ihrer Familie gegenüber akribisch verschleiert. Doch mit einer begleitenden Gesprächstherapie schaffte sie es endlich raus. Am 22. Juli dieses Jahres sind es 25 Jahre, die ich trocken bin. Für mich ist es, als wäre es seit gestern. Diese Hölle, alles zu verstecken, dass keiner etwas merkt, erzählt die 66-Jährige ehrlich. Katrin habe stets offen über ihre Vergangenheit gesprochen, auch wenn sie gewusst habe, dass ihr das beruflich im Weg stehen könne und neue Aufträge rar werden könnten. Aber ich dachte immer, irgendwas wird wie immer vom Himmel fallen. Ich lasse mich gern ins Leben fallen und es ging immer weiter, zeigt sie sich optimistisch. Should you?